wieder Wochenende, das heißt, es ist wieder Zeit für Wochenendsongs. Heute bin ich zu Gast beim Bernd Uhrmann. Bernd Havideri, grüß dich. Freut mich, dass du zu mir gekommen bist. Ja, mich freut es auch, dass du mich eingeladen hast heute zu dir. Das war ja eh eine ganz schöne Geschichte. Ich habe vor ein paar Wochen, wer sich erinnern kann, einmal einen Aufruf gemacht, wie sich das vorstellen könnt, bei meinen Videos mitzuwirken, weil er momentan, ja, wie ich erklärt habe, ein kleiner Engpass war, krankheitsbedingt von ein paar Gruppen. Und der Bernd hat sich getraut und hat sich gekriegt bei mir. Ich habe mir gedacht, wenn ihm jetzt Profis schon ausgehen, dann rühre ich einmal. Vielleicht kann er so einen Namen brauchen. Was rausgekommen wissen wir noch nicht, aber wir freuen uns schon recht drauf. Also ich bin guter Dinge, wir haben im Vorhinein schon ein, zwei Stickerl durchgespielt und du bist eh ein Profi. Also ja. Ja doch, das ist. Ja, jeder, der mehr kann als einer, der gar nichts kann, ist ein Profi. Ja, ich tue mein Bestes und mich freut es und das ist das Wichtige. Jetzt, Bernd, jetzt, bevor wir dann irgendwie musikalisch starten, müssen wir noch ein paar Sachen klären, dass sich die Leute da draußen natürlich auch auskennen. Erst einmal müssen wir das Örtliche klären. Wo sind wir denn da gerade? Also, wir haben ein Haar. Geschrieben heißt Haar. Das also, Haar wird das, was man genau normal frei am Kopf hat. Ja. In Haar in der Gemeinde Obernzell. Also Haar war es im Grunde keiner, weil da gibt es nichts, da gibt es kein Geschäft und kein Wirtshaus und gar nichts. Und durchfahren tut man nicht, weil man bloß daneben vorbeifahren. Aber Gemeinde Obernzell, das kann vielleicht. Das kann der Begriff sein, Landkreis Passau. Passau, ja, genau, ja. Und dann kennt es sich aus. 15 Kilometer donauabwärts von Passau. Also da ist Deutschland dann gar. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, da ist die österreichische Grenze nicht weit, oder? Genau. Also ich hab's von da oder von oben zu Luftlinie 300 Meter, weil da ist da noch drüber, und dann, ist Grenze, aber dann ist Grenze. Mit dem Auto ist es ein weiter. Ist ein ah, okay. So, jetzt haben wir das Örtliche geklärt. Ja, Bernd, du hast da, ich glaube, man sieht es noch gar nicht, du hast noch gar nicht vorgestellt, welches Instrument du heute spielst. Ja, ich spiele steirische. Du hast einmal auf, da gleich einmal da, dass wir mal was sehen. Steirische Harmonika. Genau. Ein ganz schönes Instrument hast du. Ist das die einzige steirische, die du hast? Nein, ich habe schon vierte habe ich auch schon mal gehabt, die habe ich wieder verkauft. Die habe mir bloß mal zugelegt, weil ich ein Jahr ins Ausland bin, beruflich. Aha. Und da haben wir gebraucht, die gekauft, die habe ich dann das auch wieder verkauft. So ein Reiseinstrument praktisch. Genau. Aber ich habe jetzt meine erste GCFB, dann irgendwann, wenn man so einen kann, dann macht man vielleicht noch mal was anderes. Dann haben wir Degelo gekauft, GCFB, und vor noch nicht allzu langer Zeit haben wir noch ein BSS-Test zugelegt. Dass man ein bisschen andere Stimmung hat, oder? Vom Gesang her vielleicht auch, oder? Genau, je nachdem, was für Lidl, das eine kann ich mit der besser singen, das andere mit der anderen, wenn man von gut singen reden kann, aber das werden wir noch einmal hören. Ja, doch, doch, das haben wir schon gehört. Bevor wir anfangen, wie lange bist du denn schon aktiv auf dem Instrument? Als Kind schon angefangen oder wie ist denn das hergekommen? Deine? Naja, wenn ich ein wenig aushole. Also, natürlich, in der Zeit. Bei meiner Oma, die hat Urlaub auf dem Bauernhof gehabt. Und da war noch mein Urlaub, aber da, meine Oma hat da schon eine steirische gehabt, so eine kleine rote Hona, wie man es so kennt, so dreireihige. Und die hat gespielt, die hat es nie richtig gelernt, aber ich sage, weil für Preisen hat es gelangt. Aber war das auch schon steirische? Also ja, nicht so gut Druck, ja, so kein Akkordeon, sondern war schon steirische. Genau, eine steirische. Mhm. Mein Papa hat die gleiche gehabt, der hat genauso gespielt wie die Oma. Also, keiner hat es richtig gelernt, aber sie haben schon Gaudi machen können damit. Also, haben schon ein wenig Repertoire gehabt, von so dreckigen Liedern, wie man sie gesungen hat. Die Oma hat dann schon wieder gesagt, geh her, ich sag dir was, und dann habe ich schon mal ein paar Lieder gelernt. Aber ich bin da nie dabei geblieben und habe nicht geübt. Also in der Kindheit keine musikalische Ausbildung? Nein, gar nicht. Und dann bin ich beruflich fortgekommen, ich war 20 Jahre fort. Ich bin bei der Polizei, da ist man halt unterwegs, erst einmal in den ersten Jahren. Und war dann eigentlich weg von der Szene. Und wie ich wieder daheim war, und dann bin ich eben, wie ich gesagt habe, ein Jahr im Ausland gewesen. Und wie ich da wieder zurückgekommen bin, ist mir ein wenig Geld überblieben.
und ich wollte mir was gönnen und hab dann einen anderen Plan erst gehabt, der ist aber ins Wasser gefallen. Wollte mir aber nach wie vor was gönnen. Und das war der PV-Anlage, oder? Die PV-Anlage ist mittlerweile schon was geworden, ja, aber damals ist nichts geworden. Damals ist das nichts geworden. Es war unterschriftsreif, der ist da gesessen und wollte mir unterschreiben. Dann hat er einen Grund gefunden, warum es jetzt doch nicht geht. Ich da gesessen, habe gleich geschaut. Und dann ist mir aber eingefallen, also jetzt hätte ich ja Geld übrig und Harmonie spielen hätte mir eigentlich schon Arbeit gefallen. Dann bin ich zum Hansl Mühner gefahren, ich weiß nicht, wer den noch kennt. Bei uns ein weit bekanntes Harmonika-Geschäft damals, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Und haben eine Harmonie gekauft bei ihm. Und haben ihn gefragt, ob er nicht jemanden weiß, der was lernt. Und so ist das losgegangen. Also du hast gleich mal ein paar 1000 Euro in Tanknummer. Ja. Obwohl es noch, außer das, aus der Kindheit, das kann man noch nicht mehr rechnen. Das habe ich ja gar nicht hernehmen können, weil die Harmonie von meinem Papa und von meiner Oma, die haben keinen Gleichklang gehabt. Also eigentlich hast du null angefangen. Ja, total. Kann man sagen. Ja. Wow. Dann habe ich 3 Lehrer verschlissen. Dann habe ich selber ein wenig mit Online-Schulen weiter und mit Griffschrift, da kann man sich eher selber. Also, und gehe immer wieder auf Seminare. Ah, ja. Also, da gefällt mir ganz gut die Volksmusikakademie, die bieten immer wieder Harmonika-Seminare mit sehr namhaften Referenten an. Oder war ich schon auf andere Seminare, war schon in Slowenien oder in die Waldherzmusik. Herzmusikanten sind ja auch bekannt. Ja, da geht ein schöner Gruß aus, die kenne ich selber auch natürlich. Ja. Grüß dich. Grüß dich. Da, ein bekanntes Gesicht. Ja. Die habe ich erst wieder getroffen vor kurzem. Ja, so schaue ich aber, dass ich ein wenig unterwegs bin und ein wenig dranbleibe. Ja. Und jetzt glaube ich, nehmen wir noch mal was her. Dann spielen wir was. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Was haben wir denn für ein Stück dabei? Ein Holzhauer vom Bayerischen Wald. Ach da. Sind wir jetzt gespannt? Auf geht's. Thank you.
gedreht und super gesungen auch. Dankeschön. Da haben wir nicht zwei verschlungen, glaube ich, gell? So ist es. Ja, jetzt stellst du mir aber nochmal auf. Ich glaube, ja. Prost. Ein herzlicher Gruß geht natürlich an Markus Grüßer wieder aus, der das super Fichtacher Bier gesponsert hat für diese Aufnahme. Markus, Dankeschön, gell? Dankeschön. Bernd, du bist normal kein Biertrinker, oder? Hast du gesagt davor? Nein, ich bin nie aufs Bier gekommen. Also normal trinke ich dann einen Radler oder einen Russen oder einen Cola-Weizen. Eher, ich brauche wenig Süß, so weit. Ach so. Aber ich muss sagen, es ist. Schau, du hast dich gut trinken. Ja. Das Fichtacher Bier ist so gut, ja, dass sogar der Bernd, der nicht der leidenschaftliche Biertrinker, ja, ist, das geht mag. Ja. Schaut her, da trinke ich gleich selber noch mal. Bernd, du hast jetzt ein bisschen so die Entstehungsgeschichte erzählt, wie ja, das so entstanden ist, dass wir jetzt da sitzen und dass wir das Video aufnehmen, dass du zur Harmonika gekommen bist. Wie ist denn das? Bist du in einer Gruppe unterwegs auch, oder bist du überhaupt auf öffentliche Auftritte unterwegs? Oder wie schaut dein Musikantenleben, wenn ich es so beschreiben darf, wie schaut das aus? Na, dann fange ich halt gleich wieder mal ganz am Anfang an. Ja, gerne. Wie gesagt, ich habe da einen Lehrer gehabt und der hat mir die ersten Lieder gelernt. Und von Anfang an bin ich ins Nachbardorf, da hat es damals nur ein Wirtshaus gegeben, das gibt es heute nicht mehr, beim Wirt Günther Zrackling. Da war jeden Mittwoch Musikantenabend. Nichts organisiert, sondern wer kommt, der kommt, und dann ist gespielt worden. Auch wild durcheinander und sagen, wie man mich hat. Ja, da bin ich umgegangen mit meinen, ich sag jetzt mal, drei Lieder und habe mich halt auch hingesetzt und habe mir sind von Walter Horn und in den Jäger gespielt. Ja. Wenn ich mir heute das vierte Gott wie ich da gespielt habe und wie ich heute spiele, ich habe ja lange kein Profi, aber heute kann ich einigermaßen spielen damals. Aber ich glaube, das war wichtig. Dann am Anfang an, da bin ich ein Trappling deswegen, wenn man nur lernt und dann daheim in der Stunde nur spielt. Dann sagt so, zwar Frau, super spielst du, ja, aber irgendwie, wenn man nicht darüber hinausgibt, dann. Ja. Nein, das hat mir immer schon gefallen und die Leute auch dann andere zuhören, nicht bloß selber spielen, auch andere hören und reden und jetzt lernen. Und so bin ich damals, wie gesagt, das war jeden Mittwoch und ich bin fast jeden Mittwoch da gegangen. Das wird es auch sonst dann nicht mehr geben. Dann haben wir andere Wirtshäuser schon ausprobiert, wo das auch nichts geworden ist. Dann haben wir wieder ein Wirtshaus gefunden, was war, das hat mittlerweile auch wieder zugemacht. Okay. Und der aktuelle Stand ist, dass wir zwei Wirtshäuser haben. In jedem, also in dem einen ist der zweite Mittwoch im Monat beim Tausendteufel. Wollte ich gerade sagen, können wir da Werbung machen für diese Wirtshäuser und für diesen Musikantenstand? Sag's mir eine, welches Wirtshaus und welcher Termin immer. Beim zweiten Mittwoch im Monat ist beim Tausendteufel in Grub, gehört zu Untergriesbach. Also Gemeinde Untergriesbach, Grub, der Tausendteufel. Genau. Jeden zweiten Mittwoch im Monat. Schaut's vorbei. Am letzten Mittwoch im Monat ist in Scherlerseed, Scherleinsöd. Scherleinsöd, ich weiß, ist ein Ortsname, das hat man überhaupt nichts. Ja, Gemeinde? Auch Untergriesbach. Auch Untergriesbach. Ja. Beim Schwurm. Und ja, so kommt man wieder zum Musizieren. Das ist, wie gesagt, wer kommt, der kommt dabei. Es ist so, weil ein kleiner Stamm ist so weit da. Manchmal werden es mehr, manchmal weniger. Aber gemütlich zusammensitzen, spielen. Also unbedingt, das ist glaube ich jetzt schon ein Aufruf, nicht nur unbedingt für diese Musikantenstammtische, aber für so ja, Musikanten, die vielleicht auch ein bisschen später angefangen haben, in keiner Gruppe aktiv sind, geht's aus, geht's auf einen Musikantenstammtisch, geht's unter Leute und traut euch einmal, dass es vor die Leute auch spritzt, das macht was aus einem, oder? Ich glaube, das ist wichtig, dass man dranbleibt, dass man Motivation behält und auch, dass man sich entwickelt in der Spielerei. Ja, glaube ich, auf alle Fälle. Ganz genau. Also weiß ich nicht, ob es uns so da weit, wo ich heute bin. Ja. Und ob du überhaupt die Energie gefunden hättest, dass du das auch durchziehst. Ja. Dass du das nicht irgendwann einmal weggelegt hättest, einmal ein halbes Jahr wieder, weil dann fängst du fast wieder bei Null an. Genau. Da muss man einfach dranbleiben. Weil in einer Gruppe spiele ich nicht, ist ja nicht meine Ambition. Ich kann mir jetzt das nicht fürstellen, fest, wo eingespannt sein.
zu Auftritte müssen und ich habe schon einmal wo auf einem Geburtstag gespielt bei Freund oder in der Verwandtschaft sowieso. Das tue ich auch gern, aber ich kann mir das nicht so vorstellen in einer Gruppe, wo dann auch die Lidl sitzen müssen und einfach ein gewisses Repertoire zwei, drei Stunden federfrei runterlaufen müssen. Okay, aber wenn jetzt jemand dabei ist, der vielleicht eher aus dem Umkreis ist, Landkreis Passau, Landkreis Freiburg-Rafenau, der sagt, genau für so gemütliche Veranstaltung, irgendwie einen Geburtstag, mal ganz gemütlich an einem Sonntagnachmittag oder an einem Samstag auf Nacht, wärst du bereit dazu, auch für Leute außerhalb der Verwandtschaft, da musikalisch aktiv zu werden? Wenn einer einen braucht für Hintergrundmusik, ich bin auf alle Fälle nicht der, der vorne steht und ihn Alleinunterhalter macht und Witz überreißt. Das muss auch oft nicht sein. Oft ist es einfach wichtig, dass eine Live-Musik da ist und dass, ja, dass einfach leider ein bisschen unterhalten werden im Hintergrund. Darf ich deine Telefonnummer unten rein da in die Videobeschreibung? Ich darf schon, ja. Wie gesagt, ich bin nicht scharf drauf oder ich sag, mich kann jeder fragen und dann gehe ich in mich und wenn ich Zeit habe und wenn es passt, gern, und ich aber glaub, es gibt keine Versprechungen. Und ich glaube, es kommt auch darauf an, wer da anruft. Ja. Wenn das einer ist oder eine ist, die, mit der man sich gut versteht und wo man genau am Telefon schon merkt, ja. Das harmoniert und da fahre ich gern hin. Spielen tue ich gern. Ja. Ich muss das Gefühl haben, das passt, da passt ich hin. Nicht wenn einer ein Fest hat und nicht jemand, der das Fest schmeißt, das bin ich, glaube ich, nicht. Okay. Nein, ich glaube, das ist schon eine klare Ansage und ein Aufruf vielleicht alle Leute da draußen, die im Umkreis sind. Probiert es mal. Probieren gibt es einmal. Jetzt spielen wir noch einen. Genau. Dass gleich noch mal sehen, wie es geht. Jawohl. Einen Walzer haben wir noch mit drauf, gell? Ja. Wenn weiße Wolken heißt der. Auch ich für
war gesungen. Ah, ich bin selber begeistert. Ja, das trinken wir noch mal schnell. Prost. Prost. Bernd. Ja, das möchte ich nur sagen. Das ist heute der Höhepunkt meiner bisherigen Karriere. Ja, wahrscheinlich hast du vor so vielen Leuten noch nicht gespielt, weil das Video schauen, so im Schnitt innerhalb der ersten Woche, so zwischen 1000 und 2000 ja, Leute. Nein, das habe ich noch nicht geschafft. Also, ja, schau mal, ich habe in der Bierzeit bei so einem Musikantentreffen gespielt, wo dann jeder Lehrer, also meistens sind es Kinder von den Musiklehrer, ich bin ja lauter Kinder, super, ja, ein Ding aber und dann Chemie. Und da habe ich schon meine Erlebnisse gehabt mit Blackout, das heißt dann, oh Scheiße. Von Nervosität? Ja. Also ist das sowas, was schon, ja, so wie jetzt Filmmusikanten geht, die nicht regelmäßig auf einer Bühne stehen, sowas ist schon ein Thema, oder? Ja, und wenn man sich dann Lieder aussucht, man übt da schon schwere Lieder auch, und wenn man sich dann was aussucht, wo ein bisschen schweißt und dann klang da wenig die Nervosität. Dass einfach Dinge plötzlich nicht mehr durchgegangen. Das ist nicht mehr so. Aber selbst das habe ich nicht stoppen können. Ja, hätte ich noch eine Frage. Und zwar, man hat jetzt die Musikrichtung schon ein wenig rausgekehrt, wo es selber speist. Das ist so das Weitlerische, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen eine Zillertaler Schiene, irgendwie ein wenig so eine bayerische Musik. Wenn du jetzt gerade nicht Musik speist, sind das auch genau die Lieder, diese Musikrichtung, die du da selber anhörst? Oder sagst, wenn du mal eine Musik anhör, dann darfst du auch schon mal ganz was anderes sein? Nein, im Grunde höre ich tatsächlich, wenn ich Musik einschalte, die Musik. Ja. Früher, wo ich vorgegangen bin, da habe ich natürlich auch was anderes gehört, wie die neue Deutsche Welle-Zeit so war, der Schlager. Also ich war jetzt noch nie so der Extreme. Okay. Sondern eher weil. Aber mittlerweile bin ich eigentlich total auf der Volksmusik. Ah ja, ja, interessant. Weil oft ist es so, dass Leute mit der Steirischen so was spielen und dann Hardrock kennen oder so. Nein, das war nicht das meine. Dann möchte ich gerne auch was zum Sprecher kommen, davor ist das anklingen lassen. Beruflich. Und zwar irgendwie, also neben der Musik haben wir was gemeinsam. Nicht einen Beruf gemeinsam, aber wir haben beide einen Beruf, da wo wahrscheinlich alle Leute da draußen irgendein Bild im Kopf haben und meinen, sie wissen, wie der Beruf funktioniert. Es geht mir als Lehrer so. Also irgendwie alle, mit denen ich rede, wissen noch ganz genau, was ein Lehrer den ganzen Tag zum Tor hat. Und du bist bei der Polizei, hast du gesagt. Ja. Genauer gesagt, bei der Kriminalpolizei in Gassau. Und da wissen auch bestimmt alle Leute aus den Krimis raus, was so ein Kriminalpolizist tut. Ja, da braucht man nichts erzählen, weil die brauchen sich bloß den Tatort anschauen. Das war jetzt schon mal so eine Frage gewesen. Ist das so, wie es im Tatort dargestellt wird, oder was ist der Job eines Kriminalpolizisten in Gassau? Ja, also, was man im Fernsehen sieht, ist einfach komplett ganz was anderes. Bei der Kriminalpolizei ist man. Also, ich war nicht meine ganze Karriere bei der Kriminalpolizei, ich habe schon verschiedenste Sachen durch, aber das ist jetzt aktuell mein Job. Da ist man die meiste Zeit im Büro, man kommt schon raus, je nachdem, was man für Fälle bearbeitet. Da passiert dieses oder jenes, dann fährt man erst einmal raus und hat, nimmt seine Sachen auf und dann die Abarbeitung, die große, die viele Arbeit, finde ich schön. Und nicht so, wie es im Tatort wahrscheinlich dargestellt wird, dass da jede Woche eine Verfolgungsjagd ist und dass da. Und dann, dass man da irgendwo allein nochmal hinfährt und nochmal zum Nachschauen. Ich hätte da noch eine Frage. Ja. Man ist schon immer zu zweit unterwegs, oder? Nein, nicht unbedingt. Nicht? Wenn ich jetzt eine Vernehmung fahre und je nachdem, wo sind wir da, was da vor. Das kommt schon. Das ist, sollte nicht sein, aber wie überall, es kann nicht mehr anders. Ja, schön, dass wir auch da mal ein bisschen aus dem privaten Nähkästchen plaudern haben können. Und jetzt hätte ich noch zum Abschluss des Videos dabei, traditionell natürlich schon, ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ja, da bin ich schon gespannt. Wir haben es vorher nicht abgesprochen, was du für Entweder-Oder-Fragen kriegst. Bernd, Reisen oder Urlaub daheim? Ja, ich weiß schon, du magst vielleicht eine von den zwei Antworten. Ja. Das ist jetzt in dem Fall wieder schwierig. Aber wenn ich mich entscheiden muss, na, eigentlich reisen wir schon. Ja. Also, aber
Da weiß ich oft einmal nicht so lang, sondern einmal eine Woche, nicht so weit. Wir sind wir schon gerne daheim. Und können wir auch wieder gerne. Aber wenn du entscheiden musst, dann ist Reisen. Das. Ja, weil. Ja. Gut. Bei dir. Sparen oder einkaufen? Mittlerweile einkaufen. War das immer anders? Ja, das war in jungen Jahren anders, bis ich mal ein Haus gebaut habe und das. Ich sage es ja so, also ein Haus ist das Größte, was man eigentlich so im Leben irgendwann mal schafft. Bis dahin habe ich eigentlich gut gespart und das steht jetzt halt. Und wenn das einmal, wenn das auf zwei Seiten hängt, dann kann man auch sich was gönnen, oder? Also ich möchte mal nicht der reichste Mann am Friedhof werden. Ja, genau. Ja. Und dann hätte ich noch eine Frage, Ordnung oder Chaos? Ich glaube, Ordnung. Ich glaube, bringt ja der Job irgendwie mit sich so, oder? Dass man man muss schon ein bisschen strukturiert sein. Da könnte man jetzt die nicht als chaotischen Menschen vorstellen. Gut, schön. Ja, schön, dass wir neben den ganzen Gesprächen über die Musik auch ein bisschen was Privates außer locker haben können. Ich sage an der Stelle Danke, Bernd. Ja, also das war wirklich faszinierend. Ich muss erst schon deinen Aufruf, dann natürlich muss ich erst mal überlegen, soll ich den überhaupt schreien? Berührt sich denn der überhaupt bei mir? Aber das ist dann drucki zucki gegangen. Ja. Innerhalb von zwei Wochen haben wir einen Termin gehabt. Und Dann habe ich mir, natürlich bin ich in mich gegangen, was ich denn für ein Lidl präsentieren kann. Hab ein Lidl, das ich ganz gern spiele. Insbesondere hätte ich das mit der BSS Test gespielt, da hätte ich auch noch vorführen können. Im Wechsel können. Sonntagsruhe, die kennt eigentlich kein Mensch, wird nie irgendwo gespielt. Also das war für mich im Kopf das erste Lied, das wir spielen. Und dann kommt das nächste, ich weiß nicht mehr, wann wir telefoniert haben, ein oder zwei Tage später kommt sein nächstes Video raus und die Gruppe, die da war, spielt Sonntagsruhe. Das war Marschlerrucker, da geht natürlich jetzt ein schöner Grüß aus, wenn sie so schaut, okay? Also, ihr habt mir mein Parade Lidl Nummer. Ja, aber macht überhaupt nichts, weil die zwei Lidl, die wir heute gespielt haben, waren auch sehr, sehr gut interpretiert und haben wirklich schöne Lidl. Ja. Gut. Ja, Bernd. Dann gehen wir zur Brotzeit über. Dann schalten wir aus. Genau, schalten wir aus, gehen wir zur Brotzeit über. Wie hat der Peter Lustig hat das immer gesagt? Abschalten. Ja. Also, danke, habe ich schon gesagt, an alle Leute da draußen, die das gefällt. Das natürlich meinen YouTube-Kanal abonnieren. Halt, das haben wir nicht gesagt. Wir sind selber auch ein YouTube-Kanal. Ich bin schon ein YouTube-Star. Genau. Ich schaue zwar noch keine rein, aber wenn es jetzt alle reinschaut, auf meinen Kanal. Genau. Der heißt entweder, ich heiße Bernd Uhrmann. Dann wirst du noch berühmter, wie du eh schon bist. Eben, ja. Vielleicht kriegt meine Tante dann nur die Chance, weil wenn die das sagt, die tut bestimmt schon Autogrammkarte nicht mehr. Eine super Sache. Also schaut vorbei beim Bernd sein YouTube-Kanal Bernd Uhrmann. Da ist unbedingt bei mir auf Abonnieren klicken, genauso wie beim Bernd, und teilt alle Videos, die es findet von uns zu, hinaus in die große weite Welt, dann kann man nicht schief gehen. Bernd, danke an alle Leute da draußen. Bleibt gesund, macht es gut und bis bald im Wald. Viertel, Servus! Servus!